Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte mich zuerst mal bedanken für diese tolle Liedauswahl. Das ist wunderbar passend zu dem, was ich gerne sagen möchte heute in der Predigt. Und den ganzen Teil, der unseren Hirten angeht, den Jesus angeht, der ist besungen worden in den Liedern. Und der Teil, der von uns Menschen noch dazukommt, der leider nicht ganz so prickelnd ist, nicht immer ganz so prickelnd ist, den möchte ich mit ein paar Worten hier mit hineinbringen. Und ich möchte euch mitnehmen in meinen Urlaub, in meinen Familienurlaub vor 5 Jahren. Da waren wir zu dritt unterwegs mit Rita, mit unserem Finn und mit ein paar anderen Leuten. Und wir hatten zum ersten Mal die Möglichkeit, nach Norwegen zu reisen und dort zu angeln. Angelurlaub. Ja, und es fing wunderbar an. Das war fantastisch, das Wetter war genial, die Landschaft ist fantastisch. Die Fische waren groß und wir fingen auch noch welche, das passte alles. Und eines Morgens aber schlug das Wetter um und wir wachten auf und der Wind, der peitschte, es regnete und wir merkten, oh, das ist aber ziemlich ungemütlich, aber hey, man ist ja da zum Angeln, also zieht man sich an, geht an die Bucht, das sieht eigentlich noch ganz annehmbar aus, also in das Boot rein und dann raus auf den Fjord. Ja, und kaum verlässt man dann diese schützenden, steilen Felswände, dann knallt der Wind aber so richtig. Und die Wellen werden immer größer und der Regen dichter und es wird alles nass und kalt. Es hätte uns auffallen sollen, dass wir das einzige Boot waren, das rausgefahren ist. Ja, nicht ganz. Es gab noch so ein großes Kreuzfahrtschiff, das war auch noch da. Aber ansonsten niemand. Aber halt, wir sind Touris, ne? Wir haben dafür bezahlt, wir wollen angeln. Und sind dann also stur diesen Fjord entlang raus. Und plötzlich knallten die Wellen aber, weil man dann auf die offenen Stellen im Meer kam. Und das war so ein kleines 3-4 Meter Boot aus Plastik. Und dann merkte man aber, wie klein man im Angesicht dieser Naturgewalten ist. Wir haben uns dann versucht, eine geschützte Stelle zu suchen und zu angeln. Das war mit vielen Herausforderungen verbunden, weil man ja die Angel halten musste und sich selber auch irgendwo. Und dann ging das drunter und drüber und irgendwann wurde es aber allen ziemlich mulmig zumute und haben uns angeguckt und gesagt, vielleicht sollten wir zurück. Haben wir dann auch gemacht, aber das dauerte dann über 2 Stunden und jetzt kam der Wind von der Seite. Und da habe ich einige Male zu Gott gebetet, lieber Gott, lass uns hier heile wieder ans Land und ans Ufer kommen. Und ich glaube, die anderen auch. Das hat Gott sei Dank geklappt. Das war mein bisher erster und auch bis jetzt letzter Angelurlaub in Norwegen. Und ich habe aus Norwegen einiges mitgebracht, einige leckere Fische und eine Erfahrung, und zwar eine ziemlich eindrückliche Erfahrung, sodass ich den Bibeltext, den wir heute lesen wollen, recht gut nachvollziehen kann. Und wenn ihr möchtet, dann lest bitte mit, Matthäus 8. Hier müsste auch irgendwie eine Folie sein, die das zeigt. Matthäus 8. Ich schlage es eben bei mir auf. Ab Vers 23. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Bis dahin, was für ein Erlebnis. Du schipperst nichtsahnend über den See, möchtest dich eigentlich nur ein bisschen erholen. Wir werden gleich sehen, warum die Jünger sich erholen wollten. Und auf einmal, ohne Vorwarnung, aus heiterem Himmel ein Gewitter. Das losbricht, das über sie hereinbricht, ein Sturm mit meterhohen Wellen, die in das Boot schlagen, sodass das Boot voll läuft und die voller Panik und Angst davor unterzugehen, sich an Jesus wenden. Dass das so überraschend kommt, überrascht mich ein bisschen. Jedenfalls hatte ich das beim Textstudium, weil ich gedacht habe, normalerweise merkt man, wenn ein Gewitter kommt. Also wir merken das, man sieht, da kommen dunkle Wolken, da kommt irgendwie was Dunkles auf uns zu. Und man kann sich darauf einstellen. Hier sind 2 Komponenten, die das ein bisschen erklären. Zum einen lesen wir bei Markus, dass sie abends in das Boot stiegen. Das heißt, wenn sie auf dem See sind, ist es schon Nacht, es ist dunkel, man sieht nicht so viel. Und das zweite hat was mit der geografischen Lage dieses Sees zu tun. Der See Genezareth, um den geht es,
ist das tiefstgelegene Süßwasser, das es auf der Erde gibt, 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Und um den See Genezareth herum, vor allem vom Norden her, stehen hohe Gebirge, fast 3000 Meter hoch. Und im Gebirge, das kennen wir, da zieht sich mal ganz schnell was zusammen. Und wenn das da oben sich sammelt, dann knallen die Winde dieses Tal hinunter und prallen ungeschützt auf das Wasser. Und das erklärt, warum plötzlich auf diesem See so ein heftiges Gewitter entstanden ist. Eigentlich wollten sie entspannen. Und zwar hatten sie ganz, ganz viel Arbeit, ganz viel hinter sich, Jesus und seine Jünger, weil mit ihnen unglaublich viele Menschen umherzogen und Jesus quasi immer näher auf die Pelle rückten. Das sieht man, wenn man sich den Kontext anschaut. Ich möchte mal lesen aus ein paar Kapiteln vorher, Matthäus 4. Jesus, das ist direkt nach dem Beginn seiner Wirkenszeit, zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Dass sich das herumspricht, ist klar, das würde bei uns nicht anders sein. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm. Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Ausnahmslos. Große Menschenmengen, ich habe das so ein bisschen hervorgehoben, folgten ihm aus Galiläa und den 10-Städtegebiet, aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Das ist ein Faktum. Jesus tut Wunder, er tritt öffentlich auf, er beginnt seine Wirkenszeit und damit verbreitet sich die Nachricht von ihm. Und die Menschen strömen in Scharen zu ihm und wollen etwas von ihm hören, wollen geheilt werden, wollen sehen, stimmen die Gerüchte über ihn. Dann folgt in Matthäus die Kapitel folgen, die Kapitel 5 bis 7, in denen uns die Bergpredigt vermittelt wird. Und diese Bergpredigt heißt Bergpredigt, weil Jesus auf einen Berg gestiegen ist, weil die Menschenmenge so groß war, dass er, wenn er unten stand, nicht gesehen und nicht gehört wurde. Das heißt auch da ein Hinweis darauf, wie viele Menschen ihm folgten. Und wir lesen zum Ende dieses Kapitels, in Vers 28, Kapitel 7, dass die Menschen tief beeindruckt waren von seiner Lehre. Und das fördert natürlich, dass immer mehr dazukommen. Das bedeutet, wir lesen weiter, als Jesus nun nach dieser Bergpredigt vom Berg hinabstieg, folgte ihm wieder eine große Menschenmenge. Und dann werden in diesem Kapitel 8, das wir jetzt ja vorliegen haben, mehrere Wunder erzählt, mehrere Ereignisse, die sein Wirken nochmal hervorheben. Sie werden Zeugen von verschiedenen Wundern. Jesus heilt einen Aussätzigen direkt, nachdem er von diesem Berg runterkommt. Er heilt den Diener des Hauptmanns von Kapernaum. Er heilt die Schwiegermutter von Petrus. Und nachdem sie da zu Abend gegessen haben, dann kommen ganz, ganz viele andere, steht da ganz viele weitere Kranke, und auch diese heilt er. Ein dicht an dicht gestaffeltes Programm. Er ist die ganze Zeit in Action, die ganze Zeit mit Menschen zusammen, die ganze Zeit gefordert. Und dann sagt Jesus, das lesen wir ein paar Verse weiter, Vers 18 zu seinen Jüngern: Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Jesus war Mensch und Gott gleichzeitig, aber in einem menschlichen Körper. Auch er wird müde, er muss sich ausruhen. Und deswegen steigen sie, Vers 23, in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Das geht dem voraus, was wir gerade gelesen haben. Und wenn man sich diese in den erwähnten Matthäus-Kapiteln geschilderte Situation vor Augen führt, wird klar, dass Jesus und seine Jünger wirklich erschöpft sind. Und das kann man nachvollziehen, wenn man sich mal überlegt, was da alles vorher passiert ist. Ob das jetzt alles an einem Tag passiert ist oder auf mehrere Tage verteilt, wird hieraus nicht ganz ersichtlich. Aber es ist klar, es ist die ganze Zeit etwas von ihnen gefordert. Sie brauchen dringend eine Pause, dringend eine Zeit, um runterzukommen, abzuschalten und die eigenen Energiereserven auszufüllen. Und aus der Wissenschaft, aus der Medizin wissen wir, dass unser menschlicher Körper so konstruiert ist. Wir können nicht anders. Wenn wir immer auf 100% agieren,
dann sind wir irgendwann leer. Dann brechen wir zusammen. Wir brauchen eine Zeit der Erholung. Wir brauchen eine Zeit, wo wir runterkommen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir durchackern, werden wir irgendwann müde, unkonzentriert, nervös, angespannt. Diese Anspannung muss sich irgendwann entladen. Es kommen Fehler, es kommen Konflikte, es kommt zu Streit. Und das viel schneller und akuter, als wenn wir ausgeruht sind. Und ehrlich gesagt hat mich das schon immer fasziniert. Ich habe auch schon mehrere Andachten in der Schule darüber gehalten, wie Gott das eingerichtet hat. Wir haben eine Phase, in der wir hochproduktiv sind, wo wir wach sind, wo wir agieren, wo wir beweglich sind, wo wir schaffen und schaffend sind. Und dann folgt eine Phase, wo wir komplett runterfahren. Und zwar sichtbar. Wir legen uns hin. Hier stehe ich, agiere ich, bewege meine Hände. Einige sagen zu viel. Wenn ich im Bett liege, liege ich. Dann schlafe ich. Eine Phase, in der wir auch sichtbar abschalten. Und was mich da fasziniert, ist, dass wir uns hinlegen und die komplette Kontrolle abgeben. Wenn wir einschlafen, haben wir nichts mehr in der Hand. Wir kontrollieren unsere Atmung nicht, unseren Herzschlag nicht. Wir wissen nicht, ob das Fenster auf ist, ob jemand ins Zimmer kommt, außer wir hören es. Wir verlieren oder wir legen die komplette Kontrolle ab. Und das zeigt mir, ich habe oft darüber nachgedacht, ein ganz tief in mir verankertes Vertrauen, das Gott in mich hineingelegt hat, in ihn, seinen Schöpfer. Denn wenn ich um diesen Gott weiß, dann lege ich mich hin und ich kann einschlafen, weil ich diese Kontrolle abgeben kann. Wenn ich dieses Vertrauen habe, können wir im wahrsten Sinne des Wortes loslassen. Wenn ich das Vertrauen nicht habe und nicht einschlafen kann, mich nicht fallen lassen kann, dann grübel ich, ich mache mir Sorgen, ich kann nicht loslassen. Nicht so, wie im Psalm 4, Vers 9 steht, ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du, Herr, allein gibst mir Geborgenheit. Und das ist die Überleitung wieder zum Text, genau das macht Jesus. Er geht aufs Boot, ist völlig erschöpft und legt sich hin. Jesus sucht sich ein Plätzchen, wahrscheinlich weiter hinten, das steht jedenfalls im Markus-Evangelium, er legt sich hin und schläft. Möglicherweise ist das eine Nische, wo die Fischer ihre Netze untergebracht haben, man weiß es nicht so ganz genau. Die anderen Jünger verteilen sich im Boot, einige navigieren, sind ja Fischer, andere dösen vielleicht vor sich hin, ein paar unterhalten sich vielleicht noch in Reden über die Erlebnisse der letzten Tage, über das, was Jesus gelehrt hat, die Bergpredigt mit ganz neuen Radikalen, mit ganz unglaublichen Inhalten, vielleicht auch über seine Wunder, über diese begeisterten Menschenmengen und den Wunsch so vieler Menschen, ihm immer näher zu kommen. Und wenn ich mich so hineinversetze in diese Jünger und versuche mal in diesem Boot mit ihnen mitzufahren, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in ihnen so ein grundzufriedenes Gefühl hochgekommen ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Man schließt eine Arbeit ab, ein Projekt, man ist erschöpft, man ist müde, aber man hat es geschafft und das befriedigt so. Das ist so ein zufriedenes Gefühl. Es ist eine Erschöpfung der guten, der zufriedenen Sorte. Eine Erschöpfung aus dem Gefühl heraus, ja, wir haben was geleistet, wir haben etwas geschafft, das ist abgeschlossen und jetzt kann es etwas Neues geben. Vielleicht, habe ich mir überlegt, steckt hier bei dieser Zufriedenheit bei den Jüngern auch noch unterschwellig etwas anderes mit drin. So eine versteckte Zufriedenheit, weil sie gesehen haben, ey, da sind so viele, die wollen mit Jesus mitlaufen, die sind ihm hinterhergerannt, über Kilometer von Ort zu Ort. Aber er hat nur sie ausgewählt, mit ihm über den See zu fahren. Die anderen mussten zurückbleiben. Wenn er nach all dieser Hektik, nach diesem Trubel, nach all dieser Unruhe Abgeschiedenheit sucht, Ruhe sucht, dürfen sie mit. Sie sind diejenigen, die bei ihm bleiben dürfen. Die anderen gehen nach Hause, aber sie begleiten ihn. Sie dürfen ihn, diesen berühmten Wunderheiler, diesen Propheten, diesen Rabbi, begleiten. Und bestärkt wird dieser Eindruck dadurch, dass kurz vor der Abfahrt, Vers 19, eine Situation vorliegt, wo auch einer dieser Zuhörer, ein Schriftgelehrter, mit möchte. Das lesen wir, Kapitel 8, Vers 19. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagt er,
ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus überlegt ein wenig und sagt ihm dann eine Antwort und sagt, das hört sich fantastisch an, aber weißt du, worauf du dich einlässt? Überleg nochmal, ob du wirklich sicher bist, dass du mit mir mit möchtest. Und damit fährt er nicht mit, so jedenfalls aus dem Kontext. Und ich denke schon, dass die Jünger sich in dem Moment und auch später ziemlich gut gefühlt haben, weil sie gemerkt haben, wir sind vielleicht ein bisschen weiter. Die anderen schickt Jesus nochmal auf eine Ehrenrunde, die dürfen noch nicht mit, aber wir sind dabei. Wir dürfen mit, wir sind anscheinend schon weiter, wir haben anscheinend verstanden, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Dass das nicht so war, zeigt auch ein Vers, kurz vorher, Vers 21, da steht nämlich, dass einer seiner Jünger ihn fragt, du pass mal auf, ich würde ja gern mitkommen, aber ich muss erst zu Hause ein paar Erbangelegenheiten regeln, vielleicht komme ich dann später dazu. Und da sagt Jesus, also lass mal bitte das, was hier auf der Erde ist, die Leute klären, die das klären können, aber du musst dich entscheiden, ob du mitkommst oder nicht. Und ich habe mir überlegt, ja, ich kenne das auch, ich kenne beides, ich kenne Phasen, wo es scheinbar perfekt ist, wo alles läuft, wo ich die richtigen Entscheidungen treffe, wo wir uns im richtigen Umfeld bewegen, wo wir die entsprechenden Feedbacks und Rückmeldungen bekommen. Und wenn wir merken, hey, bei anderen scheint es nicht ganz so gut zu klappen, dann haben wir oft das Problem, dass wir uns selber höher bewerten, als wir eigentlich das tun sollten. Unseren eigenen Einfluss höher werten, als der tatsächlich vorliegt. Unseren eigenen Erfolg uns zuschreiben, anstatt die Ursache bei Gott zu suchen. Die Jünger erleben in dieser Nacht, dass diese Einstellung sie ganz schnell an ihre Grenzen bringt. Denn dieser perfekte Rahmen, den sie jetzt noch vor dem Sturm fühlen, gerät kurze Zeit später aber so richtig aus den Fugen. Plötzlich, sagt Matthäus, brach auf dem See ein heftiger Sturm aus, mit so hohen Wellen, dass das Boot fast begraben wurde. Markus berichtet von so heftigen Sturm und Wellen, dass sie das Boot im Nu volllaufen lassen. Und im Griechischen steht hier ein Wort Seismos, kennen wir auch noch von Seismologe, von einem Beben, ein Beben von Himmel und Erde oder in diesem Fall Wasser. All diese Worte, diese Formulierungen drücken aus, dass dieser Sturm, dieser Schrecken, diese Gefahr plötzlich unerwartet und mit einer Wucht über die Männer hereingebrochen ist, was sie in ganz große Gefahr und in noch größere Angst gestürzt hat. Plötzlich, lesen wir, brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Und die Jünger, das haben wir auch gelesen, wecken ihn und sie schreien, rette uns, wir sind verloren. Markus schreibt sogar, dass sie ihn wecken und ihm vorwerfen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen, wir krepieren hier und du pennst. Auf gut Deutsch zusammengesagt. Die Angst, die wir Menschen spüren, die jeder kennt, fast jeder, ich sage gleich warum, stellt merkwürdige Dinge mit uns an. Wenn wir von der Wortbedeutung das betrachten, etymologisch, dann hat sich dieser Begriff aus dem Indogermanischen angu beengend und dem Altdeutschen angust und dem Lateinischen angustia in die deutsche Sprache verankert. Und angust, angustia bedeutet so viel wie enge, Beengung, Bedrängnis. Und ich finde es sehr spannend, dass die deutsche Sprache Wörter auch exportiert. Wir nehmen nicht nur englische Wörter auf, sondern wir geben auch welche weiter. Das deutsche Wort Angst ist im englischen Sprachgebrauch übernommen, weil es so bildhaft ausdrückt, was in diesem Wort für ein Gefühl steckt. Das englische Wort Fear klingt so ein bisschen gemütlich, würde ich sagen, im Gegensatz zu Angst. Und das liegt daran, dass dieses deutsche Wort
einen Vokal hat vorne und dann folgen vier Konsonanten. Und das ist ungewöhnlich im Deutschen, weil diese vier Konsonanten auch alle hörbar gesprochen werden. Wir überspringen keinen, wir vermengen keinen. Und das bietet so ein Gefühl von kalt, von bedrohlich. Dieses Wort Angst hat allein schon von der Aussprache, von der Schreibweise die Botschaft implementiert. Angst ist ein Grundgefühl, das in der Regel von Menschen als negativ empfunden wird. Es gibt auch manchmal Situationen, da gruseln wir uns gerne, aber in der Regel ist es unangenehm und es tritt dann auf, wenn wir in eine ungemütliche, unangenehme, gefahrvolle Situation geraten, in der wir in welcher Form auch immer unter Druck geraten oder uns eingeengt fühlen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man Angst verspürt, dann hat man hier so ein Druckgefühl, ein beklommenes Gefühl, sagen wir manchmal, ein beeinengendes Gefühl. Wie stark die Angst ist, die Intensität, die kann variieren von ganz leicht bis ganz schlimm und noch schlimmer Todesangst. Sichtbar deutlich wird das mit Zittern, mit Schwitzen, mit einem schnellen Herzschlag und manchmal auch mit Bauchschmerzen und mit einem ganz unangenehmen Gefühl. Auslöser können Gefahren sein, so wie die Jünger sie erlebt haben im Boot, aber es können auch Dinge sein, die nicht real sind, die wir uns vorstellen, die nur in unseren Gedanken vorkommen. Möglicherweise die Angst, dass eine Lüge herauskommt mit all den Konsequenzen oder auch eine drohende Entlassung, Kriege, Weltuntergangsszenarien und so weiter. Und spannend finde ich, dass es im Gehirn einen kleinen Teil gibt, der diese Angst steuert. Man hat lange geforscht und versucht und Versuche angestellt und hat herausgefunden, dass im menschlichen Gehirn die Amygdala, das ist auf Deutsch der Mandelkern, das sind mehrere Mandelkerne, die Angst steuert. Ihr seht, die liegt direkt am Ausgang des Rückenmarks, das ist dieser grüne kleine Knubbel, und die steuert die Angst. Wenn es etwas Lautes gibt, dann zucken wir zusammen. Und wenn wir zusammenzucken, dann tun wir das nur deshalb, weil die Amygdala uns steuert. Das ist die erste Reaktion, dass wir aufmerksam sind. Da hat das Gehirn noch gar nicht verstanden, was passiert ist, aber wir sind schon bereit, entweder wegzulaufen oder draufzuhauen oder auf den Baum zu klettern oder was auch immer. Damit übernimmt dieses kleine Körperteil eine absolut notwendige und lebensunterstützende Funktion in unserem biochemischen Haushalt. Da wird nämlich gescannt mit all unseren Sinnesorganen, was die Umwelt für uns bereithält. Und wenn irgendetwas ungewöhnlich ist, was wir nicht so ganz einordnen können, dann signalisiert uns die Amygdala Gefahr. Und so wie jetzt auch, wenn sich das wieder beruhigt, dann wird das die Umgebung nochmal gescannt und wir merken, oh, das war halt nur irgendein Typ, der auf der Bühne brüllt. Oder ein Stuhl, der umgefallen ist. Und dann merken wir, okay, keine Gefahr und dann können wir uns wieder entspannen. In ähnlicher Form funktioniert das auch bei Tieren. Da hat man schlimmere Versuche durchgeführt, als ich das jetzt mit euch gemacht habe. Man hat nämlich das Gehirn stimuliert. Man hat versucht, da Teile von wegzuschneiden oder auszuschalten, zu betäuben. Und das führte dann dazu, dass Mäuse, nachdem man diesen Versuch bei ihnen durchgeführt hat, völlig problemlos in ein Gehege mit Katzen spazieren und ganz neugierig diese Katzen angucken und nicht weglaufen. Das heißt, diese Angstfunktion ist bei ihnen ausgeschaltet. Sie funktioniert dann nicht mehr korrekt. Und besonders deutlich wird das auch bei Menschen. Es gibt nämlich Menschen, die durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung nicht mehr in der Lage sind, Angst zu fühlen. Gibt es tatsächlich. Es gibt ein paar wenige Menschen, die wissen nicht, was Angst ist. Besonders bekannt geworden ist das Beispiel einer Frau. Sie als Kind war sie gesund, dann kam diese sehr seltene Erkrankung, hat diesen Teil des Gehirns ausgeschaltet und seitdem kann sie keine Angst fühlen. Man hat Versuche mit ihr durchgeführt. Auf einer Skala von 0, keine Angst, bis 10, schreckliche Angst, hat sie nie einen Wert höher als 2. Aufregung. Und man ist mit ihr in Zoohandlungen, in verschiedene Tierhäuser und hat ihr giftige, gefährliche Schlangen gezeigt und da ist sie drauf los, hat die hochgenommen, wollte die anfassen. Die mussten sie quasi von den Gehegen wegziehen, weil sie ohne Probleme in jedes Gehege reingegangen ist,
weil sie sich dessen nicht bewusst war, dass das gefährlich ist. Diese Angst als Warnung vor gefährlichen Situationen, die uns hilft, dumme und gefährliche Situationen zu vermeiden, ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und wenn Jesus die Jünger kritisiert, weil sie Angst haben, meint er nicht diese Angst. Vers 26, da lesen wir, Jesus sagte ihnen, nachdem sie ihn geweckt haben, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Jesus meint nicht diese Angst, die Gott uns per Gestaltung dieses Körpers mitgegeben hat. Was meint er also, wenn er sagt, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dazu müssen wir noch mal kurz in dieses Boot gucken, wo die Jünger sitzen. Die Jünger hocken in diesem kleinen Boot, der Sturm bricht los, der Wind heult, die Wellen schäumen, so war das. Das Wasser steigt und die Jünger bekommen es tatsächlich mit der Angst zu tun. Es ist eine Reaktion, die verständlich ist, die absolut nachvollziehbar ist, vor allem nachdem ich in Norwegen war. Wenn man dann schon auf diesem Boot tuckert und sieht auf dem Echolot, oh, da geht es 400, 500, 800, 1000 Meter in die Tiefe, da bekommt man ganz großen Respekt. Wenn man dann auch weiß, das Wasser ist 4 bis 6 Grad kalt, dann wird dieser Respekt noch ein bisschen größer. Und wenn dann so ein Sturm losbricht, dann bekommt man wirklich Angst. Und das ist menschlich und das ist okay. Das meint Jesus gar nicht. Es ist absolut menschlich, in einer Situation Angst und Furcht zu verspüren, weil Gott uns so geschaffen hat. Jesus selber sagt an anderer Stelle in Johannes, in der Welt habt ihr Angst. Das ist eine Aussage. Das wird nicht im Konjunktiv gesagt, sondern im Indikativ. Das ist eine Feststellung, eine Tatsache. Wenn er das also nicht meint, wieso kritisiert er dann seine Jünger dafür, dass sie Angst haben? Als der Sturm losbricht, wird der Text nicht deutlich, was die Jünger machen. Das wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren. Ich vermute mal, dass sie erstmal selbst reagiert haben. Segel eingezogen, vielleicht das Ruder, das Steuer gepackt, versucht irgendwie, sich aus der Mitte des Sees zu entfernen. Andere haben geschöpft das Wasser raus. Das ist normal, man reagiert erstmal. Als sie aber feststellen, mit all ihrem Wissen kommen sie hier nicht weiter, sie sind an ihre Grenze gestoßen, wenden sie sich an Jesus, wecken ihn. Auch das kritisiert Jesus nicht. Wieso lässt ihr mich nicht schlafen? Hat er nicht gesagt. Aber achten wir mal auf die Wortwahl der Jünger. Matthäus 8,25, Herr, rette uns, wir sind verloren. Und Markus 4,38, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Und jetzt müssen wir mal ein Momentchen zurückdenken. Unter welchen Voraussetzungen sind die Jünger ins Boot gestiegen? Was haben sie vorher erlebt? Was war noch mal vorher? Eine Fülle an Wundern. Eine Fülle an Zeichen, an Vollmachten, wo Jesus zeigt, ich bin stärker als alle Naturgesetze. Da ist jemand, der kann nicht laufen. Und Gott, Jesus, spricht zu ihm, legt ihm die Hand auf und er steht auf und geht. Da ist jemand, der kann nicht sehen. Gott, Jesus betet über ihn, heilt ihn mit einer Berührung und er kann sehen. Da sind Menschen, die haben unheilbare Krankheiten. Jesus heilt sie. Jesus zeigt sehr deutlich über Tage hinweg, ich bin Schöpfer dieses Universums, dieser Welt. Mir sind alle anderen Gewalten untergeordnet. Er gebietet bösen Geistern und sie müssen den Menschen verlassen. Sie haben doch gesehen, mit welchen Vollmachten, mit welchen Fähigkeiten dieser ihr Meister ausgestattet ist. Und jetzt gehen wir nochmal zurück ins Boot. Mit welcher Hoffnungslosigkeit gehen sie auf Jesus zu? Wir sind verloren. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das ist nämlich diese andere Seite der Angst, die nicht biologisch erklärbar ist, die viel, viel tiefer reicht als in irgendeinem Bereich unseres Gehirns. Es ist eine Angst, die Gott, seine Fähigkeiten, sein Wirken und seine Absichten in Frage stellt. Eine Angst, die all die positiven Erfahrungen, all die erlebten Wunder, Zusprüche, Verheißungen der Bibel einfach so mit einem Schnipsen auslöscht, ausklammert und mein ganzes Dasein, meine Existenz auf diese eine Situation reduziert. Und genau das macht die Angst mit uns,
wenn wir ihr Raum lassen. Sie reduziert Gott, den Schöpfer, der alles in der Hand hält, auf ein Fingerschnipsen. Und sie macht das Problem zum Fixpunkt unseres Denkens und unseres Daseins. Und genau das kritisiert Jesus an seinen Jüngern. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen, nicht ihr Schisser, Kleingläubige? Und in Markus fragt er sie, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Er hätte wohl zig Argumente aus den vergangenen Tagen anführen können, aber ich denke, die Jünger wussten ganz genau, worauf Jesus hier anspielte, worauf er ihren Blick und ihren Fokus richten wollte. Angst zu empfinden ist etwas völlig Normales, etwas Menschliches. Gott hat uns so geschaffen, er hat uns so ausgestattet. Aber der Angst zu gestatten, die Kontrolle zu übernehmen, unser Vertrauen gegenüber Gott wegzunehmen, auszuschalten, Gott in seiner Souveränität, in seiner liebenden Einstellung uns Menschen gegenüber in Frage zu stellen, das ist ein Vorgang, der Vertrauen und der Beziehung erschwert und zerstört. Ab Mittwoch beginnt die Schule wieder. Das haben wir heute schon gehört. Für viele zum ersten Mal. Für die anderen, die kommen nach den Ferien wieder. Für Schüler, für Eltern und Lehrer beginnt ein neues Schuljahr. Ich finde das sehr ermutigend, dass wir hier für die Schulanfänger gebetet haben. Und vielleicht bist du derjenige, der hier vorne mit so einem tollen, schicken, neuen Tornister sitzt und auf der einen Seite richtig gespannt ist, was so erwartet, was so kommt, und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen nervös ist, vielleicht auch Angst hat vor den Mitschülern, vor den Lehrern, vor dem Schulweg. Ich glaube ganz fest daran, dass Schule eine tolle Erfindung ist. Und das nicht nur, weil ich Lehrer bin, sondern weil ich tatsächlich glaube, dass das die Menschheit um Meilen vorangebracht hat. Weil die Schule uns hilft, die Welt mit ihren Wundern, die Menschen um uns herum und auch uns selber mit unseren Aufgaben und Fähigkeiten in dieser Welt zu entdecken. Und ich glaube ganz fest, dass Gott euch ganz, ganz dolle beschützen möchte und dass er eine ganze Armee von Engeln ausschickt, die die Hand über euch halten. Weil Gott das segnet, wenn wir seinen Willen umsetzen, dass wir nämlich diese Welt uns untertan machen sollen, sie erobern sollen, sie uns das, was Gott in uns hineingelegt hat, auch umsetzen sollen. Vielleicht gehörst du aber zu den Eltern von so einem jungen kleinen Mann oder einer jungen kleinen Frau und du tust dich schwer damit, dass dein Sohn, deine Tochter jetzt alleine zur Schule gehen soll, einen neuen Weg lernen muss, neue Umgebung kennenlernen muss. Und ich möchte euch auch Mut machen für dieses neue Abenteuer. Es gibt eine ganz aussagekräftige Studie, die zeigt, wie sich der Bewegungsradius von Kindern seit den 60er Jahren bis zu uns heute verändert hat. In den 60er Jahren war es normal, dass Kinder über 10 Kilometer, ich meine, es sind 12 bis 15 Kilometer von zu Hause weit weg, einen Bewegungsradius hatten. Unbeaufsichtigt, eigenverantwortlich, wo die Eltern sie nicht kontrolliert haben. Wisst ihr, wie weit dieser Radius heute ist? 500 Meter. 500 Meter ums Haus herum dürfen Kinder unbeaufsichtigt und ohne Eltern sich bewegen. Unsere Gesellschaft entwickelt sich leider immer mehr zu einer Überwachungsgesellschaft. Und da fällt zum Begriff, der ist so durch die Medien geprägt, Helikoptereltern, die ihr Kind auf Schritt und Tritt begleiten, sie möglichst vor allen Gefahren schützen wollen und sie möglichst keiner gefährlichen Situation ausgesetzt sehen wollen. Dieses Bedürfnis nach Beschützen und nach Sicherheit, nach Geborgenheit für das eigene Kind ist absolut nachvollziehbar. Aber die Umsetzung ist häufig sehr, sehr problematisch. Dieses Bedürfnis nach absoluter Sicherheit schafft eine Aura der Kontrolle, wo wir möglichst im Voraus alle Eventualitäten ausschalten und dann für Sicherheit sorgen sollen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriger Ansatz im Umgang mit Angst, mit Unsicherheiten. Anstatt dass wir Kontrolle abgeben an Gott und auf Gott vertrauen, tun wir so, als hätten wir die Kontrolle und übernehmen das für den Radius, den wir leisten können. Und das ist eine Illusion. Menschen können keine Sicherheit schaffen.
Und ich glaube auch, was dazu kommt, ist, dass wir dadurch verhindern, dass Kinder lebenstüchtig werden. Auch das zeigen Studien, wenn wir Kindern alles abnehmen, alles, was ihnen schwerfällt, dann können sie nicht scheitern. Und wenn ein Mensch nicht scheitern kann, kann er nicht wieder aufstehen und lernen, wie das ist, mit Niederlagen umzugehen. Wenn ein Mensch sich nicht seiner Angst stellen kann und sie überwinden kann und daraus lernt, wird er immer Angst haben. Auch das ist eine ganz wichtige Wahrheit. In der Regel haben nicht die Kinder das größte Problem, sich einer neuen Situation zu stellen, sondern die Eltern. Und auch das ist etwas, was uns vielleicht hier mit diesem Ereignis aus Matthäus 8 Mut geben soll. Dass wir nicht der Angst die Möglichkeit geben, immer weitere Bereiche unseres Lebens unter Kontrolle zu bringen, sondern dass wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Den Schöpfer, denjenigen, der diese Welt gemacht hat. Ich habe mittendrin eine Aussage von Jesus zitiert, die nur zum Teil vollständig war. Vollständig lautet sie: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Das habe ich zitiert. Aber es geht weiter. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn du heute eine Sache mitnimmst aus dieser Predigt, dann möchte ich, dass du dir einen Satz merkst. Jesus ist immer mit im Boot. Und wenn du kein Boot fährst, er kann auch laufen und auch Radfahren und ich glaube auch Auto fahren. Jesus ist immer mit im Boot. Jesus verspricht nicht, dass die, die ihm nachfolgen, dass die immer so ein Wetter haben wie wir heute. Er sagt nicht, dass immer die Sonne scheint, dass das Wasser ruhig bleibt, die Vögel zwitschern und wir keine gefährlichen und ängstlichen Situationen erleben werden. Bei Gott gibt es einen anderen Ansatz. Egal, was dir begegnet, sagt Gott, egal, welchen Dingen du dich stellen musst, Jesus ist mit im Boot. Nicht die Abwesenheit von unangenehmen und schwierigen Phasen ist ein Zeichen für Gottes Liebe und Zuneigung, sondern die Anwesenheit von Jesus an den dreckigsten und schwierigsten und unangenehmsten Orten und Situationen ist ein Zeichen von Gottes Liebe und Zuneigung an uns Menschen. Jesus ist immer mit im Boot. Amen.